Liebe Gentlemen, es geht wieder los. Staffel 3. Mega. Krass aus. Liebe es. Ich liebe es. Na dann, ab geht's. Ich find's total geil. Mega toller Typ. Ein Mann wie gemalt. Hast du einen Ständer? Schlange war größer als beim Schlussverkauf vom Supermarkt. Ach, wie gut, dass wir gleich 18 geprobte Schlangenbändige am Start haben. Ich glaube, das sind ganz gebiefte Dinge. Und die beste Auslage für Beef und Frischfleisch ist natürlich wie immer die Villa. Also Einzug bitte. So, los geht's. Hallöchen. Hallo. Hallo. So viele Schwuchteln auf einem Haufen, ich lieb's jetzt schon. Manfred ist in the house, sag ich immer. Okay, Manfred. Und wie hast du dich so auf Prince Charming vorbereitet? Ich habe mir ein paar Anmachsprüche überlegt. Also der hat verkackt, der hat ausgeschissen bei mir. Zum Beispiel, süße Maus. Oder hat dann Augen glänzen am Nachthimmel, wie die Sterne zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht, ich krieg auf jeden Fall leichte Schweißausbrüche. Tja, Prince Charming schweißt halt zusammen. Und wen haben wir da noch so? Ich bin der Bon. Ich bin Maurice. Wie Bon Bon. Hi. Ah, Bon wie Bon Bon. Und seine Süßwarenabteilung hat er auch direkt ausgepackt. Bon Appetit. Mein Traumprinz sollte keinen Stock im Arsch haben. Okay, aktiver Prinz ist notiert. Ein Glück. Und vom Thema Stock im Arsch zu Maurice. Hallo. Hallo. Moin. Schön Po hat er. Und auch unser Prinz hat sich schon in Position gebracht. Ich bin Kim, 31 Jahre, komme aus Bremen, bin Automobilkaufmann und ich bin der neue Prinz Charming. Na, da fehlt ja eigentlich nur noch ein standesgemäßer Auftritt. Wenn der Prinz ein weißes Pferd hat, dann darf er da auch ruhig drauf angeritten kommen. Na sorry, wir sind doch eine schwule Sendung. Nichts einfacher als das. Und passenderweise erzählt der Prinz dann seinen Jungs auch noch einen vom Pferd. Ich werde heute undercover in die Villa einziehen. Da kommt schon der Nächste. Endlich mal ein Blonder. Ich bin mal gespannt, ob ich mein Spiel aufrechthalten kann. Ja, und wie kam Mission Kim Possible so an? Der Traumprinz aus dem Barbie-Märchenhaus ist uns gerade entgegengekommen. Eklaberg und Mia. Der sieht ja schon aus, wie Barbies kennen, aber wahrscheinlich mit guter Anatomie untenrum. Wow. Aber Kim musste sich ja erstmal noch outen. Und das kennen wir wahrscheinlich ja alle noch. Jetzt muss ich mich vor allen präsentieren. Ich habe noch was vergessen. Und zwar bin ich euer Prinz Charming. Nein. Hey. Ich find's total geil. Mega. Krass aus. Krass aus. Er ist gelaufen. Angelegt, ist meiner. Und wie steht's ja bekanntlich in der Prinz Charming Lektüre? Nach einem aufregenden Tag gibt's eine noch aufregendere Gentleman's Night. Meine Lieben, jetzt ist leider denn auch schon der Moment gekommen, wo ich mich von einigen von euch verabschieden muss. Und leider ist die Chance für Patrick und Markus auf intime Momente mit dem Prinzen dahin. Aber mit einer Sache kommt unser Prinz dann doch noch um die Ecke. Habt einen schönen Abend und lasst die Hände über der Decke. Ciao. Und gibt's sonst noch was zum Abschluss? Hast du mal meinen Hintern gesehen? Der ist echt.